meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Markustag. Und hier kann man jetzt wirklich seine Talente nach vorne bringen. Neue Ideen können jetzt wachsen. Und ja, es ist der Tag auch übrigens der Schönheit heute. Denn es ist nicht zu kalt, nicht zu warm normalerweise. Also ideal auch etwas für Beauty-mäßiges sozusagen zu tun. Vielleicht mache ich nachher auch mal noch eine Maske. Kann ja sein. Aber erstmal werde ich mit meinen zwei Girls natürlich rausgehen. Aber zuvor bin ich gerne für euch da. Und wir schauen einfach mal rein, was diese Tagesenergie dazu bringt. Ja? Und hier haben wir Saturn im Wassermann, was ja im Moment auch da ist. Ja? Und da geht es darum, eben genau diesen vielleicht verrückten Ideen Boden zu verleihen. Ja? Und wir haben das große Glück damit dabei, Selbstverwirklichung, ja, das ist Sonne im Löwen, ja, da haben wir die Selbstverwirklichung mit dabei, das große Glück. Und wir haben auch hier jetzt nochmal die Seelenliebe mit dabei, die jetzt raus möchte, ja, die auf Mission gehen möchte, Venus in den Fischen. Also das ist schon mal sehr schön von der ersten Tendenz, aber jetzt schauen wir auch natürlich nochmal ins Lunamore hinein, wie ihr es von mir kennt, was denn hier die Botschaft ist. Und wow, auch hier gleich die Sonne, also auch gleich das große, große Glück dabei, was in eine Stabilität übergehen wird. Also Sonne und Haus zusammen zeigen sowohl Vitalität, einen vitalen Körper an, ja, eine Energie, die wir den Tag über haben, und auch hier mit dem Baum dabei. Absolut geht es hier um die Stabilität im Bereich wirklich Vitalität, Gesundheit, Wachstum, Schönheit durchaus auch. Es ist Zeit für Veränderungen. Brich jetzt aus deinen Mustern aus, auch wenn es dir vielleicht ein bisschen schwer fällt. Und es wird keine Verluste mehr geben. Die Sensenspitze geht in die Maus rein. Immer wenn ich drehe. Wenn ich drehe, fängt hier Madame Rosi an, mit ihrer Handtasche zu quieken, ja. Das ist echt, also ich kann die Uhr danach stellen. Egal wann, Leute, sorry. Also, nochmal hier. Es gibt klare Gespräche, die kommen sehr schnell und Verluste lösen sich auf. Sensenspitze in die Maus heißt das Ende einer verlustreichen Phase, was ansteht. Für wen ist heute ein besonderer Tag? Schauen wir uns an. Für die Stiere, Stier-Aszendent, Stier-Mond. Für die Waagen, Waage-Mond und Waage-Aszendent. Und für die Zwillinge und Zwillinge-Mond und Zwillinge-Aszendent. In diesem Sinne, kommt gut in den Tag. Bis dahin, euer Michael. Ciao.